nette Leute zu treffen, die man kennt, die man vielleicht schon länger nicht mehr gesehen hat. Einen schönen Abend, gute Gespräche bei Prominenz. Ich freue mich, dass es so tolle Verhältnisse hat. Ich möchte gerne mein Netzwerk aufbauen. Ich habe früh angefangen, selbstständig, ein Malergeschäft. Und jetzt habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Gelegenheit. Netzwerk, Kontakt mit den Leuten und in einer lockeren Umgebung können austauschen. Brennende Themen gibt es ja ganz häufig. Dann auf die Wirtschaft und damit auf uns alle warten in den kommenden Monaten verschiedene grosse Herausforderungen. Dazu gehört beispielsweise die 1:12-Initiative der Jungsozialisten. Sie bedeutet einen massiven Eingriff in unseren bis dahin noch einigermaßen flexiblen Arbeitsmarkt. Sie untergrabt auch das erfolgreiche System für unsere gut funktionierende Sozialpartnerschaft. Sie schwächt den Wirtschaftsstandort Schweiz und sie bringt eine Lohnpolizei mit sich und führt zu massiven Regulierungen. Und nicht zuletzt führt das zu hohen Ausfällen bei den Steuern und bei den Sozialversicherungen. Die Vorschläge, meine Damen und Herren, sind ein massiver Angriff auf unsere, und zwar einen direkten Angriff auf unsere KMU-Wirtschaft. Wir haben die Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre vergleichsweise mit dem Ausland unbeschadet überstanden. Tragen wir doch ein bisschen Sorge zu diesen wichtigen Standortfaktoren. Lassen wir es nicht zu, dass die mutwillig zerstört werden, nur weil eine gewisse Neidkultur um sich greift, die eben für unsere Gesellschaft belastend sind und für unsere Wirtschaft dementsprechend. Und ich wünsche euch allen einen guten und freue mich, wenn ich mit Ihnen, ich hoffe, es gelingt mir, mit allen anzustoßen. Gesundheit miteinander. Aus der Rede von Herrn Schneider, dass ich mich mit den Abstimmungsunterlagen noch einmal befassen muss. Und zwar ganz fest, sonst kommt das schief raus. Die Wirtschaft ist allgemein in der Gesellschaft ein bisschen ein schiefes Licht geraten, aufgrund von Eskapaden, die sich hier einzelne wenige geleistet haben. Und die KMU sagt auch immer, die leiden unter dem Kollateralschaden, den das abwirft. Ich schaue sehr positiv in die Zukunft, weil ich bin überzeugt, dass dass die Argumente überzeugen, dass wir eben eine freie Marktwirtschaft haben und uns nicht aufdoktrinieren lassen. Dass man flexibel ist und reagiert auf gewisse Sachen, die man schon vorher ins Auge fassen könnte, oder dass sie vorkommen können. Ich glaube nicht, dass man mit Vorschriften arbeiten sollte. Ich denke, wenn die Leute Freiheit haben, ist es immer noch das Beste bis jetzt. Neidkultur und das darf einfach nicht Einzug halten. Wir müssen aufpassen, wir müssen gegen die 1:12, gegen den staatlichen, verordneten Lohn sozusagen, müssen wir ankämpfen. Ich glaube, die wichtigste Herausforderung für KMU ist, dass sie innovationsstark sind. Nur wenn wir uns immer wieder Tag neu verbessern, wenn wir Sachen herausfinden, die andere noch nicht gedacht haben, nur dann haben wir einen globalen Wettbewerb überhaupt eine Chance. Wir hatten einen super Winter, die Stimmung war super. Wir konnten die Gespräche führen im umgezogenen Rahmen. Das war das Ziel von dem oben. Mir war es eigentlich rundum gelungen.